Hola Leute und herzlich willkommen zum Advents-Special am 21. Dezember 2012. Ja, heute geht die Welt unter, falls ihr es noch nicht wusstet, falls es noch nicht bis zu euch durchgedrungen ist. Die meisten sind da ja eigentlich immer auf dem Laufenden. Und zwar geht heute die Welt unter. Denn laut dem Maya-Kalender endet die Welt, also die Zeitrechnung, genau am 21.12. Wobei inzwischen eigentlich bekannt ist, dass die Welt eigentlich gar nicht untergeht, weil im Maya-Kalender einfach nur der Kalender beendet wurde, weil eine neue Zeitrechnung anfängt, weil neue Götter irgendwie auf die Erde kommen sollen. Deshalb bin ich mal ganz gespannt, ob heute die Welt untergeht. Bisher ist sie noch nicht untergegangen. Es ist jetzt gerade 15 Uhr und wir leben immer noch. Also ich lebe noch. Ich habe schon gehört von einer Nachricht aus Australien, die ja den 21.12. wegen der Zeitverschiebung schon vor uns hatten. Und da gab es wohl eine sehr lustige Nachricht von wegen, Hallo Welt, wir schreiben euch hier aus der Hölle. Gute Nachricht, hier gibt es WLAN. Ja, kleiner Scherz von denen, weil die ja, wie gesagt, schon früher quasi den Weltuntergang hatten. Also wir wissen nicht, ob es passieren wird. Wir wissen nicht, was passieren wird, was heute Abend passieren wird. Bei mir in der Nähe gibt es sogar eine Weltuntergangsparty, auf die ich allerdings nicht gehen werde, weil ich heute Abend auf einer Weihnachtsfeier bin. Ja, was haltet ihr von diesen Weltuntergangsgerüchten? Schreibt mir, solange ihr noch lebt. Und ich werde euch noch antworten, solange ich noch lebe. Und ja, heute in meinem Adventskalender waren die gleichen Socken drin wie gestern, nur nochmal in Schwarz. Tada! Und Marzipan. Ja, ich mag Marzipan total gerne. Übrigens kann ich euch mal zeigen von diesem Weihnachtsmann, den ich mir mal geholt hatte, wie viel davon noch übrig ist. Und zwar nur noch so hier der Rockzipfel quasi. Also das ganz unten ist noch übrig. Mehr hat leider nicht überlebt von ihm. Ja, mache ich heute noch irgendwas Weihnachtliches? Nee, wir hatten heute Weihnachtsfeier in der Schule. Und das lief eigentlich nur so ab. Wir saßen bei uns alle im Forum und hatten eine kleine Weihnachtsfeier mit ein paar Sachen. Unsere Schulband zum Beispiel hat gespielt oder sowas. Wir haben Weihnachtslieder gesungen, ganz toll, ja. Da freut man sich immer. Wir haben Rudolph the Red-Nosed Reindeer gesungen. Ich wurde auch gefragt, was mein Lieblingsweihnachtslied ist. Ich muss sagen, ich habe nicht wirklich Lieblingsweihnachtslied. Ich hatte geantwortet Last Christmas, weil ich mich ehrlich gesagt nicht mehr ganz an alle Weihnachtslieder erinnern konnte, weil ich kaum Radio höre und ja, die Weihnachtslieder ja normalerweise nur im Radio laufen. Mein Lieblingsweihnachtslied habe ich aber letztens irgendwann im Radio gehört und das ist All I Want for Christmas is You von Mariah Carey. Das Lied finde ich total toll. Ja, das ist schön. Das ist eigentlich so das einzige Weihnachtslied, was ich jetzt noch so höre. Ja, Last Christmas ist einfach, das muss jedes Jahr einfach kommen. Das ist schon so nervig, das will man wieder hören. Ja, dann war eine Weihnachtsfeier und wir haben in der Schule dann noch die restliche Zeit einen Film geguckt. Ted, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist kein Weihnachtsfilm, es ist ein Film von einem versauten Teddybären. Geht um Kiffen und ja. In gewisser Weise ist es auch ein Liebesfilm. Also ist auf jeden Fall sehenswert. Der Film ist sehr geil. Ich habe den jetzt schon ein paar Mal gesehen. Das kann man sich immer wieder angucken. Ja, heute Abend ist nochmal Weihnachtsfeier. Und ja, ich hoffe, wir leben dann noch. Das werden wir ja dann erfahren. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr auch überlebt, die Apokalypse, falls eine stattfindet. Und ja. Ich verabschiede mich dann erst einmal von euch. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn die Welt noch lebt. Bis dann.